Hast du schon mal nach Lust und Laune eingekauft und hinterher festgestellt, dass die neue Kleidung nicht so recht in deinen Kleiderschrank passt? Es ist traurig, wenn Kleidung einsam und allein im Schrank hängen bleibt und nie so richtig Verwendung findet. Es gibt so viele Moderegeln, die überholt und nicht mehr zeitgemäß sind, jedoch auch einige, die einem zum guten Stil verhelfen. Und heute möchte ich euch eine Moderegel vorstellen, die wichtig ist und die in meiner Garderobe alles verändert hat. Lass uns einfach nochmal ganz kurz über diese Situation hier sprechen. Macht euch dieses Bild glücklich? Seid ihr inspiriert? Könnt ihr es kaum abwarten, in den Schrank zu greifen und etwas Tolles rauszuholen? Ich spreche hier nicht über die Unordnung, die ja definitiv auch zum Huddel beiträgt, denn das, wovon ich hier wirklich spreche, ist eher die rote Linie, die leider fehlt. Und im Speziellen eine kohärente Farbpalette, die nicht nur Lust auf Mode macht, sondern einfach auch das Leben erleichtert. Seitdem ich vor einigen Jahren den Fokus auf die richtigen Farben in meiner Garderobe gelegt habe, haben sich viele Dinge schlagartig verbessert. Ich war in der Lage, mehr Outfit-Kombinationen zu machen, bessere Investments zu machen, aber auch insgesamt meine gesamte Garderobe besser zu nutzen. Die Sache mit Farbe ist die: Sie wird schnell und häufig unterschätzt. Wollen wir jedoch mehr aus unserer Garderobe rausholen, ist Farbe die eine wichtige Regel, die wir beachten müssen. Ich spreche hier nicht davon, sich bestimmte Farben zu verbieten und sich bis an sein Lebensende zu langweilen. Es geht eher darum, eine Farbpalette zu erstellen, die in sich schlüssig ist und ja, auf die man gut aufbauen kann. Ich dachte, ich zeige euch ein paar Kleidungsstücke, die ich an sich liebe und auch sehr gerne trage, gar keine Frage, aber bei denen passt das einfach nicht ganz, weil sie einfach nicht zu meiner Farbpalette passen, also auch nicht meinem Farbtypen entsprechen und bei denen ich es mir ein bisschen schwer tue, sie zu kombinieren. Hier bei diesem Kleid an sich keine so dramatische Sache, denn es ist ein Kleid, es ist ein Einteiler, aber wie ihr hier sehen könnt, das ist zum Beispiel jetzt meine Farbpalette, ich bin der Soft Summer und es gibt nicht einen Farbton, der exakt passt, denn das hier ist ein ziemlich frisches Grün, das mehr so ins Waldige reingeht, also wirklich auch so ein Standardgrün eigentlich, und meine Farben, die ich hier habe, die sind alle gedeckt, die sind insgesamt vielleicht auch ein bisschen heller, auf jeden Fall weniger konsequent. Und auch diesen Strickpullover, den kennt ihr sicherlich auch schon, den habe ich auch häufiger in Videos gezeigt und auch häufiger im Winter angezogen und auch nach wie vor trage ich es wirklich sehr gerne. Nur bei diesem Teil sieht man auch ganz eindeutig, das passt nicht ganz zu meiner Farbpalette, denn wir haben hier einen Pfirsichton, der eher auf der wärmeren Seite liegt und ich brauche als Farbtyp Soft Summer mehr die gedeckten Töne und auch die, die ein bisschen mehr auf der kühleren Seite lehnen, obwohl ich als Soft Summer auch einige warme Farben vertrage, wie zum Beispiel ein Creme Weiß, das passt auch sehr gut. Nur wie ihr hier sehen könnt, passt das eben nicht exakt. Also dieser Ton könnte einigermaßen damit gehen, aber eigentlich nicht. Aber wie gesagt, so dramatisch möchte ich damit nicht umgehen. Die Kleidung, die ich schon besitze, die trage ich trotzdem gerne noch weiter. Mit einer in sich schlüssigen Farbpalette hat man eine Auswahl, die aufregend ist und Lust auf Mode macht. Aber vor allem hat man eine Einfachheit drin. Und man kann sicher sein, dass die Kleidungsstücke untereinander einfach zu kombinieren sind. Und man kann praktisch blind in den Schrank greifen und findet immer eine funktionierende Kombi. Es gibt zwei essentielle Punkte, die man beim Erstellen einer eigenen Farbpalette beachten sollte. Zum einen braucht man eine Basis, die den größten Teil der eigenen Garderobe ausmacht. Diese Basis besteht aus neutralen Tönen, die an und für sich schon nicht laut sind und ruhig im Hintergrund stehen können. Es sind Farben wie zum Beispiel Weiß, Cremeweiß, Taub, Beige, neutrales Blau, oft in Jeansform zum Beispiel, aber auch Braun, wenn euch das steht, dazu kommen wir aber gleich noch, und Schwarz. Es sind diese Kleidungsstücke, die hoch und runter gestylt werden können. Diese Basics, in die man ruhig investieren kann und wirklich auf gute Qualität achten sollte. Und vor allem sind es typischerweise diese Kleidungsstücke, die oft zu einem gehobenen und schicken, aber mühelosen Look beitragen. Und aufstocken kann man jederzeit dann mit lauten Farben oder Akzentfarben, die man gerne je nach Saison auch wechseln kann. Ich denke da zum Beispiel typischerweise an diesen roten Pulli im Winter oder an das gelbe Kleidungsstück im Frühling, Sommer. Je nachdem, wie das eigene Stilempfinden in den jeweiligen Saisons ist, kann man entsprechende Farben integrieren und sie so Jahr für Jahr genießen. Es ist ohnehin so, dass wir uns alle saisonal kleiden, denn so ein Winterpulli wird sicherlich nicht im Sommer rausgeholt werden. Und da kann man bewusst einige Farben hinzufügen, die einem Lust auf diese eine Jahreszeit machen.
Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass es Farben sind, die einem tatsächlich auch stehen. Wie ihr jetzt im Vlog sehen konntet, habe ich auch einige Kleidungsstücke in Farben, die nicht ganz meinem Farbtypen entsprechen. Und das ist auch nicht so dramatisch. Auch in der Vergangenheit habe ich häufiger gesagt, dass man gerne auch Ausnahmen machen kann. Aber Fakt ist, wann immer ich eine Farbe trage, die mir steht, kommt alles zusammen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich frisch. Es passt einfach. Und Tatsache ist auch, dass die richtigen Farben auch insgesamt zu einem besseren Stil führen. Also wann immer es mir wichtig ist, dass ich stimmig angezogen bin, wenn ich irgendwo rausgehe oder wenn es mir insgesamt in meinem Alltag wichtig ist, dann achte ich darauf, dass ich die richtigen Farben anziehe, denn dann passt auch wirklich alles zusammen. Falls ihr euren Farbtypen noch nicht kennt, verlinke ich euch hier mal ein Video, wo ihr das zu Hause machen könnt. Aber auch mit Hilfe meines Workshops könnt ihr das machen, ohne große Analysen. Ihr meldet euch einfach zu meinem Workshop an, der dauert eine Stunde, der ist online und dort lernt ihr Taktiken, wie ihr ganz einfach, wie gesagt, ohne großartige Analyse herausfinden könnt, welche Farben euch wirklich stehen. Ganz simple Methoden einfach. Und dort lernt ihr aber auch andere Dinge, wie beispielsweise die richtigen Längen im Kleidungsstücke. Da gibt es so ein paar universelle Dinge, auf die man achten kann und mit denen man schon sehr weit kommt in der eigenen Garderobe. Also den Link zum Workshop lasse ich euch unten in der Infobox. Wie gesagt, der dauert eine Stunde, der ist kostenlos, es gibt tagtäglich Termine und der Workshop ist online. Ich hoffe natürlich, dass ich hiermit deutlich machen konnte, welche wichtige Rolle Farbe in der eigenen Garderobe macht und wie viel Einfluss sie eigentlich hat auf unser Stilempfinden und auch auf unsere Lust, Mode in unserem Leben tatsächlich zu verwenden und sich darin auszuleben. Diese eine Moderegel, sie ist zeitlos und sie hilft einem auch konkret weiter, wenn man mit seiner Garderobe wirklich weiterkommen möchte und daraus eine stimmige Sache machen möchte. Schreibt mir doch ganz gerne unten in die Kommentare rein, welche Farbe bei euch in der Garderobe am häufigsten auftaucht. Und hier an dieser Stelle könnt ihr euch auch in meinen Newsletter eintragen. Dort bekommt ihr einmal die Woche konkrete Empfehlungen für euch, für euren Farbtypen, für eure Figur, die es tatsächlich aktuell im Handel gibt. Da liegt aktuell der Fokus so ein bisschen drauf und hier an dieser Stelle könnt ihr auch mein letztes Video sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!